Na, großer. Und ja, zurückporten. Denn für den Bossfight hier bräuchten wir eigentlich dringendst Hilfe. So, wir haben allerdings jetzt alle Gegenstände aus dem Gebiet rausgeholt. Ach, kommt, dass ich hier niemanden beschwören kann. Das ist gemein. Also ich kann nur Lori Stahlwill und Wanderer Schwertkämpfer Edel beschwören. Wobei ich es wahrscheinlich eher mit Edel probiere als mit ihr. Weil zwei Phantome machen den Kampf nicht gerade leichter, der jetzt vor uns liegt. Eher schwieriger. Ein Phantom dürfte gerade noch so gehen. Ja, hallo. Und ansonsten will halt keiner mir im Eisenkorridor helfen. So, du kannst ruhig herkommen. Und schnell sterben. Genau, schieß gegen die Wand. Edel, geh in Deckung. Habe ich gesagt und krieg selber eins ab. Mal sehen, wie gut ich ihn heilen kann. Eigentlich recht gut. So, jetzt noch den da ausschalten. Wow, nicht den falschen anvisieren. Das ist ungut. Au. Ist ungut. Oh, da steht einer. So, nochmal heilen. Mit Phantom kann ich nämlich leider nicht die Rennsequenzen machen. Das ist die kleine Gemeinheit. Hier dran nämlich. Okay, Edel geht gerade ab. Wir sollten nur aufpassen, dass uns der Bogen von ihm nicht trifft. Au. Und dann gucken, dass wir hier wegkommen. So, um die Ecke. Ja, Edel kann ruhig 1-2 abkriegen. So, hier runter. Noch einmal heilen. Denn jetzt geht's gleich zur Sache. Ah, Verlangsamung ist nicht so gut, wenn da der Dicke ist. Genau deswegen nicht. So, schnell da rein. Darf ich vorstellen, den Schmelzer-Dämon 2.0. Die etwas stärkere Version des Schmelzer-Dämons. Au.
Ah, doppelt auf. Wenn er jetzt noch schreit, bin ich tot. Ja. Ja, gut. Ihr habt den Boss kennengelernt. Können wir jetzt heimgehen? Zum Glück habe ich noch sehr viel Menschlichkeit. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass hier jetzt mal einer auftaucht hier. Und tatsächlich... Nein. Menno. Also, ja. Soll ich kurz warten, ob er nochmal auftaucht? Oder soll ich einfach mich in der Ecke setzen und weinen? Das Problem ist einfach wirklich, ich allein kann es mit dem Schmelzer-Dämon nicht aufnehmen. Dieser Boss ist nämlich wirklich auf Korb ausgelegt. Er ist schwer und er ist stark. Und er kann mich ziemlich schnell töten, wie man gesehen hat. Soll ich hier kurz einen Moment warten und hoffen, dass derjenige zurückkommt, der sich hier angemeldet hatte? Ich selber könnte auch ein Rufsymbol hier platzieren, ob mich dann einer ruft. Ist ja doch die Frage. Können wir ja mal probieren. Obwohl ich hier nicht so lange rumstehen wollte eigentlich. Also Edel ist gut, wenn man beim Kämpfen dabei eigentlich. Was Positives ist. Einen anderen Spieler dabei zu haben, wäre allerdings nicht verkehrt. Wie man ja auch schon beim Nebel, beim Rauchritter, beim Fume Knight gesehen hat. Aber ich glaube, meine Korbchancen sind hier recht gering. Die meisten versuchen es halt auf eigene Faust und alleine. Und was passiert, wenn ich alleine bin, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich habe ja nicht mal den normalen Schmelzer-Dämon alleine geschafft. Da hatte ich ja auch Lucatil dabei. Wobei ich sie da auch für die Story dabei hatte. Ah, gut. Rufen wir nochmal Aiden oder Edel. Edel. Weil beide bringen hier den engen Korridoren schon mal nichts. Das habe ich nämlich schon, schon privat ausprobiert. Okay. Das ist nett. Mal sehen, ob ich sie rufen kann und ob sie was taugt. Gelobt sei die Sonne. So. Und dann. Au. Was?
Ich werde gleich getrollt hier. Von einem anderen Spieler. Sehr freundlich. Au. Doppel-Au. Ja, Adele ruht das mal. Ich heil mich mal derweil. So, komm du ruhig her. Hier kannst du uns nämlich erstmal gar nichts. Außer Adele. Wow. Visier den richtigen an. Das ist schlecht. Okay, da sind die Seelen jetzt futsch. Naja, ist ja nicht so wichtig. Waren ja, glaube ich, nur 30.000 rum. Theoretisch könnte ich euch bei der Gelegenheit mal zeigen, wie es aussieht, den Kerl allein zu machen. Oder ich beschwöre... niemanden. Weil niemand mich lieb hat. Ob das Rufsymbol von der anderen wieder da ist? Gucken wir mal kurz. Nein, nur meine Seelen sind da. Na gut, holen wir uns kurz den Seelenhaufen wieder. Au. Stirb. So, du kannst ruhig kommen. Ich backstep dich mal schnell. Weil sicherlich jetzt auch der kommt. Na komm, mach was Böses. Komm einfach hier wieder um die Ecke. Und du bist auch gleich weg. So. Habe ich meinen mickrigen Seelenhaufen gerettet. Ja. Durch den Eisenkorridor durchzukommen ist manchmal stressiger als der Boss selber. Hier ist niemand, der sich beschwören lässt. Außer eben die beiden NPCs. Wo sind meine ganzen Sunbros, wenn ich sie mal brauche? Wahrscheinlich schon alle nach Dark Souls 3, weil schon lang nach Dark Souls 3 weitergezogen. Ich warte jetzt noch mal einen kurzen Moment, ehe ich weitergehe. Das ist echt fies. Aber ja.